Für Selina und Tomek steht heute eine Veränderung an. Die beiden Studenten bekommen ein neues Styling, abgestimmt aufs Outfit. Sommerlich frisch soll es sein. Doch was genau sich Friseurin Karin Bartholomä für die beiden ausgedacht hat, wissen sie noch nicht. Mir wurde noch nicht genau gesagt, was gemacht wird. Ich gehe davon aus, dass man vom Look her ein bisschen markanter in die Richtung gehen wird, die Haare ein bisschen kürzer macht. Ja, auf alles Weitere bin ich sehr gespannt. Mein komplettes Aussehen, mein ganzer Typ ist irgendwie komplett neu. Und mal sehen, was das mit sich bringt. Tomek startet entspannt ins Experiment. Die Seiten kurz, oben hingegen länger und blond. Erinnert sein Styling ein wenig an die 90er Jahre. Mehr Einschnitte muss Selina hinnehmen. Für sie heißt es erst einmal Haare ab. 20 cm soll ihre blonde Pracht kürzer werden. Skepsis in den Augen der 19-Jährigen. Für Friseurin Karin Bartholomä aber kein Grund zur Sorge. Es muss nicht immer lang sein, um im Trend zu sein. Das ist im Moment sehr, sehr wichtig, dass wir variieren können, dass wir mit unserem Look spielen, dass man Variation reinbringen kann, aber dass wir nicht die Femininität, die Weiblichkeit verlieren. Haare, Make-up, Fingernägel, alles muss perfekt zusammenpassen. 2 Stunden zaubern die Schönheitsexperten an Selina und verpassen ihr das perfekte Sommeroutfit. Passend zur Frisur dominieren bei Tomeks Kleidung helle Farbtöne, sowohl bei der Stoffhose, dem Sakko als auch beim Hemd. Edle Zeiten auch für Selina. Goldene Jacke und ein Rock im gleichen Farbton passen perfekt zu Frisur und zum Styling. Die anfängliche Skepsis verflogen. Für jedes Mädchen ist es ja ein kleiner Schock, wenn man die Haare abschneidet, aber ich finde die Frisur ist alles andere als gewöhnlich und ich fühle mich reifer durch den kurzen Haarschnitt und nicht mehr langweilig wie vorher, nicht mehr so trist und habe halt nicht mehr die Standardlänge, sondern sehr außergewöhnlich. Ist auf jeden Fall anders, aber sehr gut. Ich finde, die Haare sind jetzt sehr sportlich, ist ein bisschen mehr Farbe drin, alles ein bisschen heller. Trotz der Unsicherheit zu Beginn, die beiden Studenten sind zufrieden, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Noch mehr Trends in Sachen Frisur und Schönheit gibt es ab dem kommenden Wochenende auf den Messen Beauty und Top Hair in Düsseldorf. Leider nur für Fachbesucher.